Hallo, zu immer wieder sonntags, diesmal in 2021. Nach einer etwas längeren Pause bin ich wieder zurück. Ja, was nichts machen. Lauf mal vor, Papa muss hier ein Video machen. Husch, husch. Heute gibt es mal wieder einen Familienvlog. Denn wir sind spazieren zusammen. Es ist sehr sonnig, sehr schön. Ah, herrlich, schön kalt und sonnig, obwohl so kalt ist es glaube ich gar nicht mehr. Heute Nacht waren es glaube ich minus 7 Grad. Ja, schön knackig. Und ich muss meine Kamera ein bisschen anders einstellen. Moment, so vielleicht. Ach, so ist besser. Ja. Irgendwie hatte ich in der letzten Zeit keine großartige Lust. Oder auch keine Zeit. Was ist los? Das ist Elektrizität, das willst du nicht anpacken. Ja, viel ist passiert, Weihnachten, Neujahr und alles Mögliche, und ich musste gerade ein bisschen überlegen, wo ich denn eigentlich stehen geblieben bin mit meinen Vlogs. Ich glaube, es war Thema Ernährung, glaube ich, ne? Und hier meine Medikamente und so. Oder war das schon wieder was anderes? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, Stand ist jetzt dieser. Also, ich mache seit Mitte Dezember eine Diät, wo ich komplett auf Zucker verzichte, auch auf verarbeiteten Zucker. Das ist sehr schwierig, weil man darf eigentlich nichts Verarbeitetes mehr essen. Jetzt ein Joghurt. Naturjoghurt ist Zucker drin. Super, toll, klasse. Ja. Resultat, mir geht's super, ich habe 5 Kilo abgenommen, ich brauche fast gar nicht mehr meine Blutdrucktabletten, meine Asthma-Medikamente, da brauche ich nur noch, oder ich nehme einfach nur noch einmal morgens und ja, fühle mich eigentlich ganz super. Ah ja, Kaffee gibt's auch nicht mehr, ausgetauscht gegen einen grünen Tee, japanischen grünen Tee natürlich. Und ja, das klappt eigentlich wunderbar. ja, zwischenzeitlich, ich meine, so nicht, ja, zwischendurch ja mal doch. Und bei einigen Sachen habe ich dann gemerkt, dass es mir dann echt schlechter ging. Also richtig schlecht. Bestes Beispiel war jetzt eigentlich gestern Abend schon wieder. Da ja, haben uns dann mal wieder einen Döner gegönnt, also meine Frau und ich, und eine Pizza. Und ja, was soll ich sagen? Also erstmal war der Döner nicht allzu pralle, dann das Fleisch, keine Ahnung, war nicht zu identifizieren, was für ein Tier das jetzt gewesen ist. Bestellt hatte ich eigentlich einen normalen Döner, aber es hätte genauso gut auch Hähnchendöner sein können. Ja, auf jeden Fall. Heute Morgen ging es mir nicht so gut. Schlechte Laune, habe auch nicht ganz so gut geschlafen. Und im Laufe des Vormittags habe ich mich dazu entschlossen, dann doch noch eine Blutdrucktablette wieder zu nehmen. Und ja, jetzt so nach Mittag oder späten Nachmittag, obwohl so spät ist der Nachmittag noch gar nicht, geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Ja. Besonders war ich jetzt auch endlich mal wieder draußen bin. Das war jetzt auch immer so ein Thema. Also ich war, es war jetzt nicht so, dass ich keine Videos gemacht habe, sondern ich habe einfach keine Spaziergänge mehr gemacht am Wochenende. Aus diversen Gründen. Und heute, ja, obwohl das stimmt gar nicht, warst du vor 2 Wochen hier? Da habe ich noch einen Spaziergang gemacht, habe aber nicht gevloggt, weil ich ja mein Kumpel schon Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, und da habe ich gedacht, so ja, nee, da jetzt ein Video zu machen, ist jetzt nicht so angebracht. Nein, dürft ihr nicht. Jetzt kannst du winken. Hallo, Familie. Da.
Ja, also Resultat ist jetzt für mich, auf jeden Fall, ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall das letzte Mal gewesen, dass ich einen Döner gegessen habe. Auf jeden Fall mit Fleisch. Es schmeckt mir nicht mehr. Und ich merke, es tut mir nicht gut. Woran das liegen kann, keine Ahnung. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich irgendwelche Nahrungsmittel-Unverträglichkeitstests zu machen. Und hatte auch so eine Zeit lang so Histamin, so ein bisschen im Verdacht. Aber das konnte ich jetzt nicht so direkt bestätigen, weil ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich sehr viel grünen Tee getrunken habe. Was denn? Dass ich sehr viel grünen Tee getrunken habe und eigentlich gar kein Wasser mehr. Das hat leider zur Folge, dass, oder das ist bekannt, oder es könnte, ich bin da ja kein Wissenschaftler, das kann man aber nachlesen, dass grüner Tee, muss ich überlegen, grüner Tee reduziert oder beeinträchtigt die Bildung des Enzyms im Körper, welches Histamin abbaut. Histamin ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil, ne? Also wegen hier Regulierung der Magensäure und auch Blutdruck und so. Alles, was ich so habe, ist schon sehr verrückt. Vielleicht muss man das einfach mal ja irgendwo... Auto! Vielleicht sollte man das einfach mal bei einem fähigen Gastroenterologen prüfen lassen. Denn der, wo ich angerufen habe, der macht nur Laktose, Fructose und Sorbit. Ja, brauche ich nicht. Das habe ich alles nicht. Also Laktose schon, aber da weiß ich auch so. Ja. Dann haben wir für uns, ich glaube, das ist relativ neu, Bofrost für uns entdeckt. Da kann ich nämlich immer schon Lebensmittel einkaufen und ein paar Tage später kommen die vorbei und bringen einen das. Das finde ich toll. Die Preise sind natürlich relativ hoch, aber angemessen, finde ich. Da steht zwar leider kein Bio drauf, aber angeblich geben die sich dann Mühe oder achten auf, ne? Blablabla, schreiben kann man ja viel. Aber man muss auch dazu sagen, die Qualität der Sachen, die wir bisher bestellt und gegessen haben oder probiert haben, die waren nicht auch ganz gut. Selbst die Chicken Wings, ja, Chicken Wings aus dem TK, was hier eigentlich extrem eklig ist, selbst die waren eigentlich ganz okay. Also, ne, also dafür, dass es TK Chicken Wings waren, die Marinade war nicht zu aufdringlich. An den Chicken Wings war wirklich Fleisch, nicht nur Wabbel. Ja, war nicht ganz gut. Ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so schnell wieder auf dem Teller landen, aber ja. Ich denke mal, wir werden das jetzt weiter verfolgen. Oh ja, was wir jetzt auch neuerdings machen, ist Sprossen züchten oder ziehen. Das haben wir für uns entdeckt, das finden wir ganz toll. Das ist auch relativ einfach und schmeckt gut und ist auch sehr gesund. Hauptsächlich habe ich das eigentlich angefangen, damit ich mir auch mal was anderes aufs Brot tun kann als Käse. Weil dadurch, dass ich hier nichts Verarbeitetes esse und auch kein Süßes, wird das schon schwierig. So, Gurken und Tomaten kann man momentan knicken, die schmecken alle nicht. Was haben wir denn noch? Mairübchen. Ja, meine Frau, die kauft am Freitag, also die meisten Sorte auf jeden Fall schon weg. Also für die Woche ist das auch nichts. Ja, und deswegen mit den Sprossen. So, jetzt Faden wieder gefunden. Und, Moment. Da hinten. Oh. Ich habe gestern Mario Sunshine durchgespielt. Highland, nee, habe ich das gefeiert, ey. Das werde ich nie wieder spielen, dieses Spiel. Ich hasse es. Oh mein Gott. Aber das hat bei Mario 64 auch gesagt. Ja, und jetzt bin ich bei Super Mario Galaxy, heißt das so? Ja.
Da muss man sich jetzt auch wieder umgewöhnen. Das ist auch wieder ganz was anderes. Aber ich finde es eigentlich ganz süß. Mal gucken, wie lange ich das noch süß finde, bis ich wieder anfange zu fluchen. Ansonsten habe ich zum ersten Mal bei der 3 für 2 Aktion zugeschlagen. Ich habe Paper Mario, Luigi's Mansion 3 und Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, genau, diese drei Sachen habe ich mir bestellt. Ja, das habe ich mir gegönnt. Die fehlt mir noch. Leider gab es Zelda nicht, das hätte ich wohl noch eher gebraucht. Also Breath of the Wild. Das habe ich dooferweise letztes Jahr habe ich verkauft. Ja, doof, ne? Ich habe auch schon die dritte Switch zu Hause. Die bleibt jetzt aber, die läuft jetzt. Es gibt eine Pro. Oh, ansonsten Luigi's Mansion, genau, da habe ich den ersten und den zweiten Teil für den 3DS. Das ist aber noch unterwegs. Nein, stimmt nicht. Erster Teil ist ja schon da. Da bin ich schon angefangen zu spielen. Macht auch viel Spaß. Ist richtig süß. Der zweite Teil soll angeblich ja nicht so gut sein. Guck ich mal. Ich spiele es einfach mal. Habe ich Bock drauf. Mit dem 3DS. Aber was ich wieder gemerkt habe, ist, was ich beim 3DS wieder merke. Dritter Ansatz. Der ist zu klein für mich. Also ich kann den nicht festhalten, wenn ich den, also normal quasi Caroline normal festhalte, versuche ich da immer mit meinen kleinen Fingern den irgendwie zu stützen. Und Caroline, das ist auch zu tief. Ja, da verkrampfen, also da muss ich den mal festhalten. Ich stütze irgendwie den 3DS immer und dann verkrampfen meine Finger. Das ist halt eklig. Aber ich hatte mir damals schon so ein Adapter. Nee, Adapter ist das gar nicht. Man quasi halten kann wie ein Controller, ne? Mit so Haltegriffen dran. Das ist eigentlich super. Ist natürlich dann doof, weil das Ding natürlich dann riesig ist. Ich meine, ich habe es bei der Switch auch, weil ich dort nämlich auch das Problem habe, dass ich irgendwie was zum Greifen haben will. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es bei der Switch auch nicht angenehm, mal den zu packen. Ja. Ich glaube, im Groben und Ganzen war das eigentlich. Ich muss dann kurz gucken. Ich check das mal entgegen. Ich muss nämlich gleich weiter nach vorne. K1 macht jetzt neuerdings keinen Mittagsschlaf mehr. Dies hat zur Folge, dass unsere Abendroutine aber sowas von kurz ist. Kind wird hingelegt, Kind kriegt eine Geschichte vorgelesen und schläft direkt ein. Das heißt, wir sind vor 8 Uhr mit unseren Kindern durch. Ist das nicht geil? Ich weiß, es ist echt fies, weil manchmal ist sie wirklich, wirklich knatschig mittags. Aber wir machen immer eine Mittagspause, dann liegt sie auf dem Sofa, darf dann Fernsehen gucken. Und ich sag mir so, wenn die wirklich total tot wäre, dann würde sie dabei einschlafen. Und da sie es nicht tut, ja. Ist natürlich mega angenehm. Vorher war das ja wirklich so, vor 9 Uhr waren wir nicht durch. Und dann hab mal mit ihr über eine Stunde da gelegen im Bett. Ach, Kind müsste man sein. Damit verabschiede ich mich auch wieder. Wir machen es jetzt auf dem Heimweg. Ist schon. Ach nee, spätestens noch nicht, aber Sonne geht unter, es wird kalt, Kinder werden nölig. Und ich darf jetzt mit einer besonderen Konstruktion des Kinderwagens nach Hause schieben. So, wie man hier sehen kann, haben wir hier einen Maxi-Cosi, der irgendwie an diesem Fahrrad, an diesem Kinderwagen befestigt ist mit solchen Paketschnüren. Diese Konstruktion hat sich meine Frau einfallen lassen. Ja, ne, und somit mach's gut. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche schon wieder einen neuen Vlog drehen werde oder erst, keine Ahnung, oder was der Geier, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Ich kann das auch streamen. Nein, das tue ich nicht. Okay, so, dann, ne? Schönen Sonntag. Denkt dran, morgen ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag und Samstag eventuell arbeiten. Ich nicht. Und mach's gut. Tschüss.